Sehr geschätzte Musikerinnen und Musiker, werte Damen und Herren, wir setzen unsere Konzertmusikbewertung fort. Die Mittagspause ist vorbei. Ich darf Sie alle auf das Allerherzigste begrüßen. Ich darf auch unsere Jury heute bestehend aus drei Bewertern recht herzlich begrüßen. Ich möchte sie auch gleich einmal vorstellen. Es sind dies Militärkapellmeister Major Magister Adolf Obendrauf und Verbandsbeirat Musikschulleiter Bezirkskapellmeister Professor Franz Kastner und Stadtamtsdirektor Bezirksstadtführer Herbert Hauer. Ja, auf der Bühne bereits Platz genommen hat der Musikverein Leobendorf-Kreuzenstein, heute unter der musikalischen Leitung ihres Dirigenten Walter Reinau, in der Bewertungsstufe C mit dem Pflichtstück Whitefield von Armin Kofler und mit dem Selbstwahlstück African Symphony von Van Mekoy. Zum Pflichtstück, ich nehme an, Sie werden das als erstes spielen. Gibt es ein Einspielstück? Nein. Zum Pflichtstück Whitefield von Armin Kofler. Das Werk Whitefield entstand als Auftragskomposition für die Musikkapelle Winter und wurde beim Frühjahrskonzert am 2. April 2011 uraufgeführt. Der Titel ist eine Anlehnung an den keltischen Ursprung des Namens Winter, der so viel wie weißes Feld bedeutet. Das Werk beginnt mit einem schwungvollen ersten Teil, in dem das fanfarenartige Hauptthema vorgestellt wird. Mit dem kleinen 115-Jahr-Jubiläum der Musikkapelle Winter Rechnung getragen wird. Im lyrischen Mittelteil und in beeindruckende und spannend sagenumwobene Bergwelt rund um die Ortschaft Winter beschrieben. Im anschließenden Schlussteil wird nochmals das Hauptthema im ersten Teil aufgegriffen, bevor das Werk in einem majestätischen Schluss endet. Der Komponist, ich wurde 1981 in Bozen, Südtirol, Italien geboren. Als ich 5 Jahre alt war, brachte mir mein Vater das Keyboard-Spielen bei. Mit 9 Jahren begann ich mit dem Trompetenunterricht an der örtlichen Musikschule. Im Jahr 1996 trat ich bei der Musikkapelle Lenkstein ein, der ich heute noch angehöre. Die praktischen Erfahrungen, die ich im Verein sammelte und das Studium zahlreicher Partituren inspirierten und befähigten mich zu meinem ersten Werk Ex, das im Jahr 2001 von der Musikkapelle Lenkstein unter der Leitung von Manfred Kampenrieder uraufgeführt wurde. Von 2002 bis 2004 besuchte ich den Kapellmeisterlehrgang des Verbandes der Südtiroler Musikkapellen, die mir auch in kompositorischer Hinsicht sehr hilfreich war. Seither sind weitere Werke für Blasorchester, aber auch für Brassband und andere Bläserformationen entstanden. Soweit zum Pflichtstück Whitefield. Ja, wenn unsere Jury soweit ist. Dann kann die Bewertung beginnen. Thank you.
Musikvereins Leobendorf-Kreuzenstein. Der Musikverein Leobendorf-Kreuzenstein kommt jetzt zum Selbstwahlstück African Symphony von Van McCoy. Symphonie des amerikanischen Musikproduzenten, Songschreibers und Musikers Van McCoy erschien in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts und wurde von Naohiro Iwai von Brassband und Blasorchester arrangiert. Die hervorragende Bearbeitung trug wesentlich zur Verbreiterung des Stückes bei und begründete auch den ausgezeichneten Ruf des Naohiro Iwai als Arrangeur, der jetzt weltweit genießt. Während die Sonne am Horizont verschwindet, übergießt sie die Savanne mit einem gelbroten Licht. In der Ferne sehen wir die Silhouetten der Giraffen, Zebras und hören Elefanten. Es folgt das Selbstbaustück African Symphony von Van McCoy. Thank you.
Musikverein Leutorf-Reißenstein steht unter der Obmann seines Obmannes Werner Weiß-Kirchner. Und vielleicht ein bisschen Erklärung zur Entstehung des Musikvereins Leutorf-Reißenstein. Im Februar 2002 wurde mit 12 Schülerinnen und Schülern aus der Musikschule Biesenberg-Leobendorf der Grundstein für den heutigen Musikverein gelegt. Ein Jahr später, 2003, wurde eine zweite Jugendkapelle geschaffen. Im Dezember 2004 vereinte Magister Walter Reiter erstmals die erwachsenen Bläserschüler der Musikschule mit den beiden Jugendgruppen zum Blasorchester der Musikschule. Im selben Jahr trat das Blasorchester dem Niederösterreichischen Blasmusikverband bei. Im September 2007 organisierte sich das Blasorchester der Musikschule auf Vereinsbasis in einer eigenen Tracht unter dem Namen Musikverein Leutorf-Kreuzenstein. Seither spannt der Musikverein einen breiten Bogen von treuen Begleitern der Bevölkerung über den Jahres- und Lebenslauf bis hin zu außergewöhnlichen Konzert- und Eventveranstaltungen im symphonischen Bereich. Schnell entstanden innerhalb des Musikvereins und unter Mitglieder der Musikschule und deren Lehrer verschiedene Gruppen und Ensembles wie das Kreuzensteiner Blech, das Hornensemble Leutorf Kreuzenstein, die Campus Big Band oder die Weinbeißer. So haben die 65 aktiven Mitglieder des Musikvereins die Möglichkeit, von der Volksmusik bis zur Big Band gemeinsam mit Schülern, Amateuren und Musiklehrern zu musizieren. Die beiden CDs Kreuzensteiner Genüsse und Blasmusik mit Pfiff dokumentieren das bisherige Schaffen des Musikvereins. Wir gratulieren dem Musikverein dazu ganz, ganz herzlich. Und wenn die Jury soweit ist, kommen wir zur Bewertung des Pflichtstückes. Stimmung und Intonation 9, 8,5, 8,5. Ton- und Klangqualität 9, 9 und nochmals 9. Rasierung und Artikulation 9, 9 und nochmals 9. Noch einmal Stimmung und Intonation. Dritte Bewertung, bitte vorbei. Stimmung und Intonation. Oder für alle bitte Stimmung. 8,5. Wir sind bei spieltechnischen Ausführung. Entschuldigung, 9,5, 9 und 9,5. Rhythmus und Zusammenspiel, 9, 9,5, 9, 8,5, 9. Was war das da hinten? Tempo und Agogik, 9,5, 9,5 und 9,5. Dynamische Differenzierung 9,5 und 8,5. Klangausgleich und Registerbalance 9, 9 und nochmals 9. Interpretation und Stilempfinden 10. 9,5 und 9,5. Und
Und schließlich der musikalische Gesamteindruck 9,5, 9 und 9,5. Die Bewertung des Selbstneustückes, Stimmung und Intonation 9,5, 9, 8,5, wie Sie bitte, 9 und 9. Ton- und Klangqualität 9, 9 und 9. Phrasierung und Artikulation 9,5, 9 und 9. Spieltechnische Ausführung 9,5, 9 und 9,5. Rhythmus und Zusammenspiel 9, 9 und nochmals 9. Tempo und Agogik 10, 9,5 und 10. Dynamische Differenzierung 9,5, 8,5, 3x 8,5. Klangausgleich und Registerbalance 8, 8,5 und 8,5. Interpretation und Stilempfinden 9,5, 9,5 und 9. Musikalischer Gesamteindruck 9, 10 und 9,5. Das ergibt eine Gesamtpunktezahl von 90,92. Wir gratulieren ganz, ganz herzlich.